Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Heute sind es nur noch 14 Tage bis Ostern. Heute schauen wir wieder auf eine Person, die eine Entscheidung getroffen hat, die den Lauf der Geschichte Israels verändern würde. Es war eine Hure, die Hure Rahab. Sie hatte die Entscheidung getroffen, Spione aufzunehmen. Und zwar zwei Spione des Volkes Israel, das das Land erkunden sollte, das vor allem die Stadt Jericho erkunden sollte, ausspionieren sollten. Das hat für alle Beteiligten, für Rahab und für die Spione Lebensgefahr bedeutet. Und als die Stadtoberhäupter es mitbekommen hatten, dass dort Israeliten waren, dann waren sie denen auch ganz eng auf den Fersen. Lebensgefahr für Rahab und für die Kundschafter. Sie ist eine Frau, die Glaubensmut bewiesen hat, die aber vor allem dem, was sie über diesen Gott, über Yahweh gehört hat, Vertrauen geschenkt hat. Nicht ihren Göttern, die sie dort so angebetet haben, den Fruchtbarkeitsgöttern und Baalen. Nein, sie hat darauf vertraut, dass Yahweh wirklich der Gott ist, der nicht nur im Himmel ist, sondern auch auf Erden. Das ist ihre Glaubenserkenntnis, ihre Glaubensgewissheit gewesen. Eine Gewissheit, die wichtig ist, im Herzen bewegt zu werden. Und das ist meine erste Anregung für 15 Minuten, die du mit Gott verbringst, darüber nachzusinnen, mit Jesus darüber zu sprechen, was es bedeutet, dass er ein Gott ist, der im Himmel ist und auf Erden. Diese Frau, diese Hure, die diesen Gastwirtschaft, in dieses Etablissement betrieben hat, sie landet aus Gnade im Stammbaum Christi. Sie kommt raus aus ihrem Milieu. Sie wird eine anerkannte Person im Volk Israel und ihr Name ist bis heute nicht in Vergessenheit geraten. Und so bitte ich dich darum, 15 Minuten Zeit zu verbringen und diese Geschichte aus dem Buch Josua etwas drüber nachzudenken. Lies aus dem Buch Josua Kapitel 2. Diese Frau, die dieses rote Seil ausgehängt hat, das war der Rettungsanker für die beiden Spione, über die sie fliehen konnten. Und es war der Rettungsanker für Rahab, damit ihr Haus nicht vernichtet würde, wenn Jericho eingenommen wird. Jesus Christus mit seinem Blut ist unser Rettungsanker. Und sein Blut macht uns ganz rein und macht auch die Rahab rein. Ein besonderer Auftrag, ein Herzensanliegen von Gabriela und mir ist es, dass Menschen, die im Bereich der Prostitution arbeiten, dass sie die Liebe Gottes erfahren, so wie Rahab, die von Gott erfahren hat, ohne erst ihr Leben ändern zu müssen, sondern die eine Gottesbegegnung, eine Gottesoffenbarung hatte. So liegt es uns auf dem Herzen, für diese Menschen zu beten und diese Frauen in der Prostitution aufzusuchen, sobald es wieder möglich ist. Bitte bete für diese Frauen, die sich mehr oder weniger legal jetzt durch das Leben wursteln. Bete auch für bessere Gesetze in Deutschland. Verbote allein bewirken nichts, aber besserer Schutz der Frauen in Prostitution wäre wichtig und vor allem auch ein Mindestalter von 21 Jahren. Wie dem auch sei, wenn dich dieser Dienst von Gabriela, Herzzeichen nennt er sich, ist im Internet nicht zu finden. Aber wenn dich dieser Dienst interessiert und
du darüber mehr wissen möchtest, dann nimm gerne Kontakt mit Gabriela und mir auf. Sei gesegnet.